Auf der rechten Rheinseite zwischen Leverkusen, Düsseldorf und Solingen liegt Wieschaid, ein ländlich geprägter Ortsteil der Stadt Langenfeld. Seit dem frühen Mittelalter lebten die Wieschaider hauptsächlich von der Landwirtschaft. Viele Kleinbauern schufen sich im Laufe der Jahrhunderte durch Heimarbeit, zum Beispiel durch die Leinenweberei, einen Nebenverdienst. Diese wurde im 19. Jahrhundert allmählich aufgegeben, als sich die Solinger Schneidwarenindustrie entfaltete und dadurch eine neue Möglichkeit der Heimarbeit bot. In der Altstraße steht der Kotten des 1988 verstorbenen Heft- und Schalenschneiders Wilhelm Jacobs. Hier hat er Haltegriffe aus Holz für Messerware hergestellt. Wilhelm Kirschner, ein Mitarbeiter Wilhelm Jacobs, wird für diese Filmdokumentation noch einmal die verschiedenen Abläufe beim Herstellen von Messerheften demonstrieren. Während der Aufnahmen werden Helmut Arndt und Willi Nölle, beide heute Rentner, früher Schlosser, dem Heft- und Schalenschneider zur Hand gehen. Wilhelm Jacobs lagerte die gelieferten Holzstämme vor bzw. hinter dem Kotten. Früher holte er selbst das in großen Mengen benötigte Holz mit dem Fuhrwerk aus dem nahegelegenen Wald. In der Werkstatt bringt Wilhelm Kirschner an der Kürzsäge die Stämme auf die Länge der späteren Messergriffe. Der Schieber dient zum Festlegen der Holzlänge und der Wagen führt das Holz durch die Säge. Gegenüber der großen Säge steht die Plattensäge sowie zwei weitere. Alle Sägen werden elektrisch betrieben. Ein Motor setzt vom Nebenraum aus die Transmissionsriemen in Bewegung. Das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk hat die Gesamtanlage noch einmal mit Energie versorgt, um die Aufnahmen zu ermöglichen. Im 19. Jahrhundert wurden die Sägen mit Wasser bzw. Dampfkraft betrieben. Für die Herstellung der Messerhefte benutzte Wilhelm Jacobs vorwiegend Buchen- und Kirschbaumholz. Er verwendete ebenso ausländische Holzarten, besonders das amerikanische Hartholz Bubinga sowie Rosenholz aus Honduras, auch Ebenholz, Palisander oder Mahagoni. Wilhelm Kirschner nimmt diesmal Buchenholz. An der Plattensäge zerkleinert der Schalenschneider die gesägten Stämme auf die Breite der Hefte in Platten. Die Sägespäne, die hierbei fallen, werden gestampft und teilweise zum Anheizen des Ofens verwendet. Den Rest benutzten früher die Metzger zum Räuchern. Wilhelm Kirschner, heute ebenfalls Rentner, arbeitete lange Jahre als Heft- und Schalenschneider in einer Solinger Schneidwarenfabrik. Zeitweilig hat er dem alten Schalenschneider geholfen und ihn einmal im Kotten vertreten, als dieser wegen eines Unfalls nicht arbeiten konnte. An der dritten Säge, der Kantensäge,
schneidet Helmut Arndt die Platten auf die Dicke der Hefte in Kanten. Die Rohlinge sind 2 bis 3 Zentimeter länger als die fertigen Hefte, weil sie durch das spätere Trocknen und Fräsen kürzer und schmäler werden. Wenn für die weitere Verarbeitung das Holz nicht vollkommen trocken ist, wächst der Erl raus, sagt man in der Fachsprache. Denn feuchtes Holz schwindet beim Trocknen und die Gussstahlklinge des fertigen Messers kann rosten. Die Holzrinde verwendet man als Brennholz. Als nächstes müssen die Kanten getrocknet werden. Vorher verteilt sie Willy Nölle gleichmäßig in der Trockenhürde. Durch den siebartigen Boden soll die Wärme in die Rohlinge von allen Seiten eindringen. Den Ofen heizt er mit dem Holz, das beim Sägen bzw. Fräsen angefallen ist. Als der Kotten noch in Betrieb war, kam Koks hinzu und man benötigte wegen der großen Menge an Rohlingen einen zweiten Ofen. Die Kanten müssen bis zu 8 Tagen im Trockenraum lagern. Sie dürfen nicht zu schnell trocknen, sonst reißen sie. Alle 2 Tage werden sie gewendet und geschüttet. Die getrockneten Kanten verarbeitet der Schalenschneider weiter an der Fräsmaschine. Hier formt er die Rohlinge zu Messerheften. Wilhelm Jacobs besaß 100 bis 120 Schablonen und Musterhefte. Die Schablonen oder Fassons stellte er selbst aus Blech her, das er mit der Blechschere schnitt, in den Schraubstock einspannte und die gewünschte Form feilte. Der alte Schalenschneider fertigte einen Satz Grundschablonen an, die er je nach Anfrage zu neuen Formen änderte. Er belieferte die Solinger Schneidwarenindustrie und richtete sich deshalb in seinem Sortiment hauptsächlich nach den Aufträgen dieser Branche. Für die nächste Heftform wird Herr Kirschner die Schablone wechseln. Diese Zange, wie auch die Fräse, hat Wilhelm Jacobs im Jahre 1921 käuflich erworben und bis zum Schluss damit gearbeitet. Die anfallenden Reparaturen hat er selbst ausgeführt. In den 30er Jahren kosteten 100 Messerhefte ca. 15 Mark. Damals verdiente ein Schalenschneider 60 bis 65 Pfennige in der Stunde. Das neue Fasson setzt Herr Kirschner an der unteren Seite der Zange ein. An der oberen Seite wird die Holzkante eingespannt. Wenn er die Zange rechts und links am Fräskopf entlang führt, bestimmt die Form von Schablone und Messer die Form des Heftes.
Oberhalb der Fräsmaschine hängt ein kleiner Schrank mit den verschiedenen Messerformen. Zu jeder Schablone gehören 4 Messer aus Eisen, die am Fräskopf montiert werden. Die Messer hat der Kirschner bereits eingesetzt. Dies ist eine hochtourige Fräsmaschine mit 6000 Umdrehungen in der Minute, die durch einen eigenen Motor betrieben wird. Früher standen im Kotten 2 solcher Fräsen, die ständig im Betrieb waren. Der Heft- und Schalenschneider fertigt sowohl das zweiteilige Heft aus 2 Messerschalen, die dann zusammengefügt werden, als auch das einteilige Heft aus einer Holzkante, wie hier demonstriert wird. Die übliche Bezeichnung für den Hersteller beider Arten ist der Schalenschneider. Im Zusammenhang mit der Solinger Schneidwarenindustrie bildeten sich spezielle Berufsgruppen, wie zum Beispiel der Messerschmied, der Schleifer, der Heft- und Schalenschneider, der Reider, der Härter. Diese qualifizierten Heimarbeiter fertigten bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in ihren Werkstätten verschiedene Teilprodukte der Schneidware, die sie dann den Stahlwarenfabriken zulieferten. Allmählich wurde diese Arbeit mechanisiert und in die Fabriken verlagert. Somit ging eine typische Heimarbeit dieser Gegend weitgehend verloren. In Wieschaid gab es mehrere Schleifereien, aber nur eine Heft- und Schalenschneiderei, die von Wilhelm Jacobs. Der nächste Arbeitsgang findet im kleinen Nebenraum statt. Willi Nölle rundet an der Köpfmaschine die gefrästen Hefte am oberen Ende, wo die Klinge eingesteckt wird, ab. So liegen die Messer beim späteren Gebrauch besser in der Hand. Das untere Ende wird anschließend an der kleinsten Säge bearbeitet. Wilhelm Jacobs fertigte in seinem Betrieb 1200 bis 1500 Messerhefte am Tag an. Er musste mindestens 60 Stunden die Woche arbeiten, oft auch mehr. Wilhelm Kirschner kürzt nun die Hefte am unteren Ende auf die endgültige Länge. Die Rohlinge müssen anschließend gebeizt oder gefärbt werden. Das Rezept für die Beize bzw. Farbe hat Wilhelm Jacobs nie verraten. Wilhelm Kirschner wird die Hefte rot färben. Einige Messer aus der breiten Produktionspalette Wilhelm Jacobs. Ein Küchenmesser, eine Spachtel und ein Hufmesser. Ein Textilmesser. Ein Buchbindermesser, ein spezielles Textilmesser und ein weiteres Küchenmesser. In der Zwischenzeit hat Wilhelm Kirschner die Farbe vorbereitet. In ca. 60 Liter Wasser wurden etwa 300 Gramm rote Holzfarbe gemischt und zum Kochen gebracht. Die Hefte müssen 2 bis 3 Stunden kochen. Dann lässt man sie bei niedriger Temperatur den ganzen Tag ziehen. Der Vorgang von Kochen und Ziehen lassen wird 3 bis 4 Tage lang wiederholt. Dann können die Hefte herausgeholt werden.
Das Wohnhaus des alten Schalenschneiders Wilhelm Jacobs. Er wohnte mit seiner Familie im oberen Stockwerk. Im Erdgeschoss richtete er 1921 seine Werkstatt ein. 1923 verlegte der Schalenschneider die Werkstatt in die ehemalige Scheune. Immer wieder muss Wilhelm Kirschner die Farbe der Hefte überprüfen. Diesen Kotten hat Wilhelm Jacobs 1925 angebaut. Hier hat er bis zu seinem 90. Lebensjahr Messerhefte gefertigt. Nach 3 Tagen überprüft Wilhelm Kirschner noch einmal, ob die Hefte durchgefärbt sind. Früher hat man das Holz sogar gespalten, um festzustellen, ob die Farbe das Holz durchtränkt hatte. Die Hefte haben die Farbe angenommen und können nun herausgeholt werden. Die gefärbten Hefte werden anschließend, je nach Witterung, mindestens 8 Tage an der Luft getrocknet. Im Winter oder bei Eilaufträgen lagerte sie Wilhelm Jacobs im Trockenraum. Frau Schermoli, Sie haben als kleine Tochter des Schalenschneiders Wilhelm Jacobs oft im Kotten mitgeholfen. Was mussten Sie da machen? Ja, ich war 19 Jahre, da ging das los. Wir mussten dann die Hefte, die mein Vater gefräst hatte, alle in die Richtung legen, also in die richtige Richtung, damit der nächste Mann, der die Hefte rausholte, die Hefte gleich in die Maschine eingeben konnte, ohne lang die Hefte rumzudrehen. Das war dann Arbeitsersparnis. Haben Sie was dafür bekommen? Ja, es kam darauf an, wie lange, 15 Pfennig. Und da haben wir uns den Bonbons für gekauft. Wann hat Ihr Vater diesen Beruf erlernt? Mein Vater ist von zu Hause von einer Landwirtschaftsfamilie. Nebenan hatten wir eine Landwirtschaft. Und dann ist er zu der Firma Kronprinz gegangen in Langenfeld als Schlosser. Und 1921 hat er erst in Abendstunden und später ganze Tage als Schalenschneider hier im Haus gearbeitet und gelernt. Wie viele Personen haben im Kotten mitgearbeitet? Auch Familienangehörige? Es waren 6 bis 8 Personen. Also Fremde, zusätzlich meine Mutter noch, die hat im Kotten geholfen, Schoren, Köpfen und die fertigen Hefte zählen. Ja. Berichten Sie uns bitte über den Tagesablauf im Kotten. Meine Eltern standen morgens 6 Uhr auf und wenn mein Vater fertig war, ging er in den Kotten, schloss ihn auf, und dass die Leute reinkamen. Und im Winter steckte er vorher noch alle 4 Öfen an, damit dass es warm war um 7 Uhr. 7 Uhr ging es los, von 7 bis 9, eine Viertelstunde Kaffeepause. Dann durch bis 12, von 12 bis 12:15 Mittagpause, dann wieder durch bis 4, von 4 bis um 4:15 Kaffeepause und dann durch bis 7. Und samstags von morgens 7 bis mittags 12. Frau Schermoli, wie war es, wenn Ihr Vater krank wurde? Mein Vater war eigentlich nie krank. Wenn er mal Schnupfen oder Husten hatte, dann hat er Sauna gemacht, und zwar im Trockenhaus. Dann hat er auf diese Öfen Wasser gestellt, dass es ordentlich dampfte, und hat sich da reingesetzt und dann war er wieder gesund. Wie war denn das Verhältnis der Nachbarn zu Ihrem Vater? Ganz prima. Also wenn die Rommel lief 3, 4 Tage oder wenn die Schornsteine rauchen und der Rauch kam runter, es wurde nie etwas gesagt. Und auch haben die Leute geholfen, wenn man Holz reingefahren wurde und sie waren gerade zu Hause, haben sie mit angefasst. Es war ein ganz prima Verhältnis hier. Die getrockneten roten Hefte werden nun in der Rommelkammer poliert bzw. gerommelt. Der Gegner, kommt er.
Mit den Wachskugeln wird Wilhelm Kirschner die Hefte zuerst einwachsen. Die Trommel wird nicht ganz gefüllt, damit die Hefte von allen Seiten vom Wachs überzogen werden. Das Rommeln dauert 1 bis 1,5 Stunden. Diese Rommelkammer hat Wilhelm Jacobs 1925 eingerichtet. Es ist die ehemalige Scheune, in der er vor dem Bau des Kottens gearbeitet hatte. Mit den Stoffstücken erhalten die Hefte nun eine Feinpolitur. Durch die Bewegung in der Trommel erzielt man die gleiche Wirkung, als würde jedes Heft einzeln mit der Hand poliert. Die Rommelanlage wird wie alle Maschinen elektrisch betrieben. Die blank polierten Hefte gehen später an den Reiter, der aus Klinge und Heft das fertige Messer montiert. Zuvor müssen die Hefte noch eingeschnitten werden. Dies führt Wilhelm Kirschner im kleinen Nebenraum der Werkstatt durch. Er schneidet die fertigen Hefte erst nach dem Rommeln ein, da das Wachs sich sonst in die Schlitze setzen könnte. Mit dieser Tätigkeit ist die Arbeit eines Heft- und Schalenschneiders beendet, wie sie für diesen Film zum letzten Mal im Kotten von Wilhelm Jacobs vorgeführt werden konnte. Die Tochter des Schalenschneiders wird den Kotten als Vermächtnis ihres Vaters der Stadt Langenfeld übergeben. Die gesamte Werkstatteinrichtung soll im Stadtmuseum Freier vom Steinhaus originalgetreu aufgebaut werden. So wird das Wissen um die Herstellung von Messerheften bewahrt und weitervermittelt.